Ist das ein Supra? Yo! Das war ein Viech. So, YouTube, was geht? Ich hoffe, euch geht es supidupidoll. Genauso wie mir. Das kommt jetzt eigentlich das Landstraßenvideo. Keine Ahnung, ob ich während der Fahrt was erzählen werde. Wie man sieht, ich trage Gear. Hier ist 70. Ich fahre gerade 70. Ah, ich muss da vorne irgendwas rumfühlen. Ich find's nicht. Ja, ich bin 70 gefahren. Ich habe gerade sehr schnell beschleunigt. Das gibt eine Anzeige. Ja, ich keine Ahnung, ob ich noch weiterreden werde. Vielleicht wird es doch einfach ein Video, wo ich nur fahre, nichts sag, einfach eine Stunde Uncut-Video raushau. Mal gucken. Ja, die Landstraße, die ich fahre, ist jetzt nicht so ultra besonders. Das ist eigentlich mehr durch den Wald. Und da fahren auch viele Leute eigentlich. Ich hoffe, dass es ein bisschen frei ist. Aber wie man vorne sieht, aber mal schauen. Vielleicht wird es ja doch aufregend. Wenn es irgendjemand interessiert, wo ich gerade entlang fahre. Ich fahre München-Starnberg und dann von Starnberg wieder zurück nach München. Aber halt alles über Landstraßen. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich in irgend so ein kleines Dörfchen. Oder Stadtdorf, wie man es auch nennen mag. Ich hoffe auch, dass die Quali einigermaßen okay ist. Also ich weiß, dass es übertriebenst windig gerade ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr stört. Vielleicht packe ich auch einfach irgendein Beat hier runter. Den guten Beat vom Johnny. Und dann sollte es eigentlich passen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ist das ein Supra? Yo, ein alter Supra, wie geil ist das bitte? Ich glaube, ich rede jetzt auch so, während wir jetzt hier rumfahren, weil jetzt kommen wir eh gleich in diese kleine Stadt. Und danach kommt dieser Wald, wo ich durchfahren will. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen leiser, muss ich schauen. Ich habe echt gar keinen Plan, wie ich dieses Video jetzt gestalte, Mann. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video wird, ob es komplett uncut eine Stunde hochgeladen wird oder ob ich es cutten werde. Muss ich noch entscheiden, Digga. Ich merke jetzt schon, wie mein Mikro voll weit unten hängt. Mann, ich hasse diesen Helm. Du kannst nichts richtig dran kleben, Mann. Im Übrigen, ich war tanken. Ich bin auch schon ein bisschen durch die Gegend gefahren, also es ist alles warm. Das heißt, man kann bis Begrenzer hochjagen eigentlich. Nicht, dass wir so etwas machen würden, ne? So, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt bei der Ampel links und dann geht's ab. Wie man sieht, da vorne sieht man nichts. Und nichts zu sehen ist immer ein gutes Zeichen. Okay, der biegt ab. Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass du abbiegst, Kollege. Das ist geil, Digga. Das Problem ist halt, man sieht echt nicht viel rein. Das heißt, man kann nicht so krass um die Kurven ballern. Aber für den Anfang sollte es reichen.
Da übrigens hat man gerade sehr schön gesehen, schalten ohne Kupplung, einfach weil es sehr, sehr, sehr viel schneller geht. Noch hört sich Motor okay an. Da kommt ein Auto. Kilometer dann für den Starnberg. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen offen, noch kurz und fertig. Willkommen in Starnberg! Das war echt geil, Mann. Das hat echt... Bah. Manchmal wünsche ich mir wirklich, dass ich da oben irgendwo im Flachland wäre, wo es keine Berge gibt, wo es nicht so viele Wälder gibt, wo einfach offen alles ist und du gefühlt 10 Kilometer rausschauen kannst und siehst, dass niemand kommt. Aber bestimmt gibt es auch in Bayern gibt's ganz viele solche Straßen, nur ich habe sie halt jetzt noch nicht wirklich gefunden, ne? Oder besser gesagt, ich habe sie halt noch nicht gesucht. Jetzt kommt das, was jeder Motorradfahrer liebt, die Autobahn. Eigentlich, weil vorne wird unbegrenzt, wir könnten schauen, was die Kleine schafft. Ich bin echt lange nicht mehr Topspeed mit ihr gefahren. So, auf geht's, ab geht's. Ja, bergauf, kannst vergessen, dass sie irgendwas macht. Komm, 9000, wir schaffen mehr. Ich glaub an dich, Schatzi. Ich glaub, da vorne geht's ein bisschen bergab jetzt. Deswegen sind 250er nicht unbedingt geil. Weil ich gerade echt Vollgas gebe von 130. Mehr macht sie leider nicht. 140 sowas war das, ja. Ah, wird da geblitzt? Ja, bestimmt, oder? Ja, aber sicher doch wird geblitzt. Okay, mein Bike hat gerade sehr komische Bewegungen gemacht. Einfach während der Fahrt hat es kurz rumgezappelt, als ob der Gang nicht rein will. Hoffentlich habe ich sie nicht kaputt gemacht. Ja, das Landstraßenvideo ist jetzt vielleicht nicht so geil, wie alle denken. Aber Landstraße aufzunehmen ist auch nicht so geil, wie alle denken. Landstraße ist halt echt geil, selber zu fahren, aber ja, anzuschauen. Kommt halt auch wirklich drauf an. Also mir macht es extrem viel Spaß, dort rumzufahren und so. Bike bis an die Grenzen, bis auf Begrenzer hochzujagen, taugt halt wirklich. Aber dazu zu schauen, bei mir halt nicht, weil ich nicht so eine fette Maschine habe und nicht so extrem fahre, wie es manche andere Menschen tun und tun können. Ich kann das ja gar nicht. Und sowas ist dann halt auch, ja, wir fahren jetzt Landstraße mit
fünf weiteren Autos vor mir. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht so gerne ein Video von Landstraße machen wollte, weil es halt wirklich anstrengend ist erstmal, irgendwie zu reden während der Fahrt, weil ich mich halt auf ganz andere Sachen konzentrieren muss, als irgendwie zu labern. Muss schauen, liege ich gut, schaffe ich die Kurve, wie schnell bin ich, wie schnell darf ich sein, kommt was, kommt nichts, hin und her. Und da kann ich nicht nebenbei noch irgendwas erzählen. Ja, willkommen in München. Deswegen wollte ich das eigentlich nicht hochladen, aber der liebe Ozan hat mich ja darum gebeten, dass ich bitte mal ein Landstraßenvideo machen soll. So, Ozan, jetzt hast du es. Da ist dein Landstraßenvideo. Wie gesagt, es ist halt wirklich nicht so geil anzusehen, weil halt viel langweiliges Zeug nur passiert. Ich habe auch wirklich keine gute Route jetzt ausgesucht zu fahren. Ich verspreche, es kommt irgendwann ein besseres Video mit einer besseren Route, wo alles geiler ist. Wo ich vielleicht, wenn ich die Gixxer irgendwann mal dann habe. Aber mit dem Bike lasse ich es erstmal. Beziehungsweise ich fahre Landstraße so. Es ist ja nicht so, dass das arme Bike nur in der Stadt bewegt wird. Sie wird zwar größtenteils in der Stadt bewegt, ja. Aber sie hat auch schon ein paar Mal Landstraße gesehen. Aber ja, YouTube, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich hoffe, dass man jetzt auch versteht, warum Motovlogger halt fast nur aus der Stadt was aufnehmen. Weil halt auf der Landstraße passiert halt einfach nichts. Außer, dass ich fahre, wenn ich mal fahren kann, was jemand gesehen hat, nicht wirklich möglich war. Wohingegen, wenn ich durch die Stadt fahre, irgendeiner baut irgendwo irgendwann kannst du anschreien. Irgendwas Interessantes passiert immer. Natürlich aktuell ein bisschen weniger. Aber ihr versteht, was ich meine. Das war ein Viech. Ja, YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ich verstehe es, wenn ihr das nicht liked, weil ich glaube, das Video wird nicht so gut. Aber naja, jetzt habt ihr alle das, was ihr sehen wolltet. Ansonsten, YouTube, genießt die schöne Zeit. Macht noch was bei dem tollen Wetter. Übrigens, der eine Tag, wo es regnen sollte, hat sich Apple doch umentschieden, es soll doch nicht mehr regnen. Mal schauen, was jetzt am Ende passiert. Ja, das ist super, was du gemacht hast. Naja, YouTube, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Boah, meine Stimme. Bis dahin. Yalla.